In diesem Video möchte ich die Vorgehensweise bei der Knotenspannungsanalyse erklären, und zwar im Frequenzbereich. Und ja, wirklich eben nur die Vorgehensweise, das Ganze nicht an einem konkreten Beispiel. So, welche Voraussetzungen sollten erfüllt sein, damit man ein Netzwerk mit der Knotenspannungsanalyse, mit der einfachen Knotenspannungsanalyse berechnen kann? Als Quellen sollten da nur Stromquellen drin vorkommen. Und als Bauelemente lassen wir erstmal nur zu Widerstände, die wir durch eine Admittanz 1 durch R oder durch einen Leitwert 1 durch R beschreiben. Und da wir das im Frequenzbereich machen, machen wir da allgemein Admittanzen draus. Auch wenn die jetzt nicht komplexwertig ist, mache ich da trotzdem mal einen Strich drunter. Und für eine Induktivität wäre dann diese Admittanz 1 durch J Omega L. Und für die Kapazität oder für den Kondensator wäre diese Admittanz einfach so J Omega C. So, wie ist jetzt die Vorgehensweise? Also als ersten Schritt müssen wir einen Bezugsknoten festlegen. Das kann irgendein Knoten sein. Und wenn wir jetzt hier von Knoten sprechen, dann sind sowohl immer echte und unechte Knoten gemeint. So, und diesen Bezugsknoten, wenn man ihn festlegt, dann erhält er idealerweise die Nummer 0. Also irgendeinen echten oder unechten Knoten als Bezugsknoten, als sozusagen als Masseknoten festlegen, der bekommt die Nummer 0. So, dann werden alle anderen Knoten, und zwar auch die echten und die unechten Knoten, durchnummeriert. Einfach fortlaufend durchnummeriert. Also dann der Bezugsknoten kriegt die 0 und dann fangen wir hier an mit der 1, 2, 3 und so weiter. Also von 1 bis, das nenne ich mal Groß N. Also Groß N ist dann die Anzahl der Knoten, also die, eigentlich die Anzahl der Knoten ist N plus 1, aber die Anzahl N gibt uns eben die Anzahl der unabhängigen Knoten. Also wir haben herausgefunden, wenn es so und so viele Knoten gibt, gibt es minus 1 unabhängige Knotensätze und das N wäre halt die Anzahl der unabhängigen Knoten. So, der nächste Schritt ist, wir stellen eine Matrizengleichung auf und lösen diese Matrizengleichung. Und das Ergebnis dieser Matrizengleichung sind dann die sogenannten Knotenspannungen. Das ist das, was man im ersten Schritt herausbekommen will und deswegen heißt dieses Ganze ja auch Knotenspannungsanalyse. So, was steckt jetzt in dieser Matrizengleichung drin? Diese Matrizengleichung, die schreibe ich mal hier neben, die sieht so aus, die besteht aus einer Matrix und diese Matrix hat die Dimension n kreuz n, also so viel wie wir hier Knoten haben, so viel Zeilen und Spalten hat diese Matrix. Dann rechnen wir mal einen Vektor, der hat die Dimension n kreuz 1 und dann kommt hier hinten wieder ein Vektor raus. Der hat auch die Dimension n kreuz 1. So, und diese Matrix hier, die nennen wir mal, das war falsch, die nennen wir mal y. Das ist die sogenannte Knotenadmittanzmatrix. Na, also das ist vielleicht, um das als Matrix zu kennzeichnen, mache ich hier auch nochmal eckige Klammern rum. Diese Matrix hier, oder nee, halt, das ist ja keine Matrix, das ist ein Vektor. Das ist der Vektor der Knotenspannung, der unbekannten Knotenspannung, die wir mal ausrechnen wollen. Da wir jetzt mit Zeigern rechnen, sind die im Allgemeinen auch komplexwertig. Und dieser Vektor hier hinten ist der Vektor, da stecken die ganzen Stromquellen drin. Und da auch das Zeiger sind, ist der im Allgemeinen auch komplexwertig. So, was steckt jetzt in diesen einzelnen Matrizen oder in diesen einzelnen Vektoren drin? Wie sind die Bildungsregeln? In dieser Knotenadmittanzmatrix muss man sich zwei Regeln merken. Und zwar einmal auf der Hauptdiagonale, also an der Stelle I und I, ja, wenn man mal Zeile und Spalt hier irgendwie indiziert. Also das Element I.I. oder I, I ist die Summe aller Admittanzen am Knoten I. Also wir müssen uns alle Knoten anschauen und müssen hier auf der Hauptdiagonale hinschreiben, welche
Admittanzen sind am ersten Knoten angeschlossen. Welche Admittanzen sind am zweiten Knoten angeschlossen? Welche Admittanzen sind am dritten Knoten angeschlossen? Und so weiter und so fort. Und dann immer die Summe dieser Admittanzen auf die Hauptdiagonale schreiben. So, das ist Regel Nummer 1. Für die Hauptdiagonale. So, dann gibt es Regeln für die Nebendiagonalen. Und zwar auf den Nebendiagonalen stehen immer die Koppelelemente zwischen zwei Knoten. Also in der ersten Zeile und in der zweiten Spalte zum Beispiel steht die Koppeladmittanz zwischen dem Knoten 1 und dem Knoten 2. Ne? Und genau dasselbe, also in der ersten Zeile und zweiten Spalte würde genau die gleiche Koppeladmittanz zwischen dem Knoten 1 und dem Knoten 2 stehen. Und auf allen diesen Nebendiagonalen stehen eben diese Koppeladmittanzen, aber mit invertiertem Vorzeichen. Also das Vorzeichen wird dabei umgedreht. So, wenn man diese Matrix nach diesen Vorschriften bildet, dann ist die selbstverständlich symmetrisch, ne, weil man die jetzt eben entlang der Hauptdiagonale spiegeln könnte. Und die Einheit von dieser Matrix, also alle Elemente in dieser Matrix, haben die Einheit Siemens. So, als nächstes schauen wir uns diesen Spaltenvektor der Knotenspannung an. Hier entspricht das Element I, also in der i-ten Zeile und in der ersten Spalte, einfach der Knotenspannung am Knoten i. Also Knotenspannung vom ersten Knoten, Knotenspannung vom zweiten Knoten, Knotenspannung vom dritten Knoten und so weiter. Und diese Knotenspannung sind eben die Spannungen von dem jeweiligen Knoten zum Bezugsknoten. Genau, und also hier stehen alle Knotenspannungen drin und die Einheit ist dementsprechend Volt. So, und dann haben wir als letztes noch diesen Spaltenvektor der Quellenströme. Hier ist das so, das Element I, also das Element in der i-ten Zeile und ersten Spalte, entspricht der Summe aller Stromquellen am Knoten I. Und zufließende Quellen werden dabei positiv gezählt und abfließende Quellen werden negativ gezählt. Und die Einheit von diesem ganzen Vektor ist dann dementsprechend Ampere. So, also bekommt man hier eine solche Matrizengleichung und letztendlich muss man diese Matrizengleichung jetzt lösen. Wie macht man das? Man nimmt das Inverse von dieser Matrix und multipliziert, da die Matrizenmultiplikation ja nicht kommutativ ist, ne, da spielt die Reihenfolge eine Rolle. Also nehmen das Inverse dieser Matrix und multiplizieren von dieser Seite an diese Gleichung ran. Also hier das Inverse ran multipliziert und dementsprechend auch hier drüben das Inverse ran multipliziert. Dann steht hier das Inverse dieser Matrix Y mal die Matrix Y selbst. Und jetzt ist es so, das Inverse einer Matrix mal die Matrix ergibt die Einheitsmatrix und die Einheitsmatrix mal ein Vektor ergibt diesen Vektor. Also bleibt auf dieser Seite dieser Vektor hier über, der Vektor der unbekannten Knotenspannung, die wir ausrechnen wollen. Und hier drüben ergibt sich dann eben das Inverse von dieser Matrix Y mal den Vektor der Quellströme. Und ja, diese Matrizengleichung, die können wir jetzt eben irgendwo einklimpern in ein Mathematikprogramm, zum Beispiel in Octave, und können die halt lösen. Was man jetzt hier an dieser Stelle sieht, ist, oder ne, also die Matrizenmultiplikation ist nicht kommutativ, die Reihenfolge spielt eine Rolle. Deswegen könnte man jetzt eben nicht schreiben, dass man dieses Inverse einer Matrix, ich mache mal das gleiche Zeichen noch ein bisschen tiefer, das Inverse der Matrix einfach durch diesen Bruch hier schreibt. Weil jetzt durch diesen, also wenn man das hier so mit diesem Bruchstrich schreibt, das eben nicht klar ist, rechne ich jetzt diesen Vektor mal das Inverse dieser Matrix oder rechne ich das Inverse dieser Matrix mal diesen Vektor. Und also man kann das so mit dieser Bruchschreibweise schreiben, dann ist aber dieser Bruchstrich hier nicht besonders schön. Kriege ich den jetzt irgendwie markiert? Nein. Ich mal einfach drüber. Um die Richtung dieses Bruchstriches zu kennzeichnen, muss jetzt oder um die Richtung dieser Division zu kennzeichnen, muss man den Bruchstrich so ein bisschen schräg machen. Also ich kläre das jetzt mal hier einfach drüber. Mit diesem schrägen Bruchstrich
ist jetzt gekennzeichnet erst das Inverse dieser Matrix und dann mal dieser Vektor. Ne? Und wenn wir den Bruchstrich andersrum schreiben würden, dann wäre das halt genau andersrum. So, und genau mit solchem schrägen Bruchstrich kann man das Ganze dann halt zum Beispiel in MATLAB oder in Octave aufschreiben oder in einem anderen Numerikprogramm seiner Wahl, indem man eben eine Variable hat für die Knotenspannung. Ne, das ist der Vektor, den man mal rausbekommen will. Und dann einfach sagt, das ist die Matrix, die Knotenadmittanzmatrix. Und jetzt eben ein schräger Bruchstrich in diese Richtung, also ein Backslash auf der Tastatur und dann der Vektor mit den Quellen. Also anstatt diese Inverse auszurechnen, kann man dieses Gleichungssystem in Octave oder in MATLAB auch einfach so lösen. Und dann wird nicht erst explizit diese Inverse der Matrix Y ausgerechnet und diese Multiplikation ausgeführt, sondern das wird numerisch effizienter im Hintergrund berechnet, ohne jetzt hier auf die Details eingehen zu wollen, weil das ist weit abseits von dem, was jetzt bei der Knotenspannungsanalyse wirklich interessant ist. Aber mit dieser vergleichsweise einfachen Formel kann man dann am Ende das Ganze in einem Mathematikprogramm, in einem Numerikprogramm lösen. So, dann haben wir die Knotenspannung ausgerechnet. Und eigentlich ist das Netzwerk jetzt in dem Sinne, wenn man so will, erstmal berechnet. Jetzt sind diese Knotenspannungen ja aber irgendwie nur Rechenhilfsgrößen. Ne? Also das sind halt die Spannungen zwischen den jeweiligen Knoten und den Bezugsknoten. Was man ja vielleicht eigentlich haben will, sind noch die Zweigspannungen, also welche Spannung fällt über jeden Zweig ab und wie groß sind die Zweigströme, also welcher Strom fließt in jedem Zweig und eben nicht nur diese Knotenspannung. Das heißt, man könnte da jetzt oder im Normalfall schließt man da jetzt halt noch ein paar weitere Schritte an. Nämlich Schritt Nummer 4 wäre, wir nummerieren die Zweige durch. Also Nummerierung der Zweige. Und zwar nummerieren wir die von 1 bis m, bis groß n. Also die Anzahl der Zweige ist n. Und dann kommt als fünfter Schritt aus diesen Knotenspannungen, die wir jetzt bereits schon berechnet haben, berechnen wir die Zweigspannung. Und auch das machen wir wieder mit einem Gleichungssystem. Und dieses Gleichungssystem schreibe ich jetzt wieder auf diese Seite hier. Ja, und dieses Gleichungssystem sieht jetzt so aus, wir brauchen eben die Knotenspannung. Also die haben wir schon. Das schreibe ich direkt hin. Das wird jetzt halt wieder unser Vektor der Knotenspannung. Und da wissen wir bereits, das war so ein n Kreuz 1 Vektor. Hier stecken alle Knotenspannungen drin. Und diesen Vektor mit den Knotenspannungen, den multiplizieren wir jetzt mit einer Matrix. Und diese Matrix hat die Dimension m Kreuz n. Also m Zeilen, die Anzahl der Zeilen entspricht der Anzahl der Zweige und die Anzahl der Spalten entspricht der Anzahl dieser unabhängigen Knoten. Und diese Matrix mal diesen Vektor ergibt eben genau die Zweigspannungen und die Zweigspannungen sind dann eben ein m Kreuz 1 Vektor, weil es ja m Zweige gibt. So, also ganz kurz könnten wir sagen, das ist ein Vektor der Zweigspannungen und der ergibt sich eben aus dieser Matrix. Das ist die sogenannte B-Matrix. Moment, die ist eigentlich gar nicht komplex. Da stehen nämlich nur 0 und 1 drin. Also braucht ihr auch keinen Strich drunter. Und diese B-Matrix multipliziert mit dem Vektor, den wir bereits im Schritt vorher ausgerechnet haben, wo die Zweigspannung, halt nicht wo die Zweigspannungen drin stecken, wo die Knotenspannungen drin stecken. Ja, also den haben wir bereits im vorherigen Schritt ausgerechnet. Hier stecken dann in dem Element i, in der ithen Zeile und in der ersten Spalte, da stecken dann halt sozusagen die Zweigspannungen drin. Also die Spannung am ersten Zweig, die Spannung am zweiten Zweig, die Spannung am dritten Zweig und so weiter. Und ja,
Wichtig ist jetzt noch, was steckt in dieser Inzidenzmatrix drin? Und hier gibt es, also wenn man sich das dann mal an einem konkreten Beispiel überlegt, ist das relativ einfach. Wenn man das jetzt einfach nur so sagt, was hier drin steckt, klingt das relativ abstrakt. Vielleicht muss man sich das auch mal aufschreiben, damit man das dann am Ende besser verstehen kann oder auf ein konkretes Beispiel anwenden kann. So, das Element I und J, also wenn wir mal sagen, in der I-ten Zeile und in der J-ten Spalte, wenn man diese Spalten so oder Zeile und die Spalte mit Variablen bezeichnen, dann hat das Element I, J in der i-ten Zeile und j-ten Spalte den Wert 1, wenn das höhere Potential der Zweigspannung I am Knoten J angeschlossen ist. Also man muss Richtung für die Zweigspannung festlegen und das höhere Potential ist da, wo der Spannungspfeil anfängt. No? Und wenn eben die Zweigspannung I am Knoten J angeschlossen ist und dort das höhere Potential hat, dann steht in diesem Element I, J eine 1. Und andersrum, wenn das tiefere Potential der Zweigspannung I am Knoten J angeschlossen ist, dann hat das Element I, J den Wert minus 1 an dieser Stelle. So, und sonst ist diese Matrix 0. Also es wird dann letztendlich so sein, dass hier irgendwie in jeder Zeile und jeder Spalte irgendwo mal eine 1 und eine minus 1 auftaucht und sonst eben eine 0. Und es kann auch Zeilen und Spalten geben, wo eben, oh Moment, es kann halt auch Zeilen geben, wo nur eine 1 oder nur eine minus 1 auftaucht, nämlich dann, wenn die entsprechende Zweigspannung von diesem Zweig auch wieder an diesem Bezugsknoten angeschlossen ist, weil der Bezugsknoten taucht ja hier nicht auf. Es gibt keine nullte Zeile und nullte Spalte in dieser Matrix, sondern die Nummerierung beginnt eben bei 1 und nicht bei 0. So, dann haben wir mit diesem Gleichungssystem diese Zweigspannung ausgerechnet. Und wenn man diese Zweigspannung hat, kann man jetzt im letzten Schritt aus den Zweigspannungen die Zweigströme ausrechnen. So, und das Ganze macht man natürlich auch wieder mit einem Matrix-Gleichungssystem. Und zwar, also kommt hier vorne ein Vektor raus oder wollen wir einen Vektor ausrechnen, wo alle Zweigströme drinstecken? Ein Eintrag für alle Zweige, der hat die Dimension m Kreuz 1. Und dazu brauchen wir auch wieder eine Matrix. Die hat die Dimension m Kreuz m. Und rechnen eben hier hinten mit dem bereits schon bekannten Vektor, wo alle Zweigspannungen drin stecken. Und der hat die Dimension m Kreuz 1. So, also das wird der Vektor der Zweigströme. Diesen Komplex. Das hier ist die sogenannte Zweigadmittanzmatrix. Da stecken die Admittanzen von allen Zweigen drin. Und hier hinten rechnen wir eben mit dem dann jetzt schon bekannten Vektor, wo alle Zweigspannungen drin stecken und die sind im Normalfall auch komplex, wenn wir halt hier mit den Zeigern rechnen. So, also den hier hinten wissen wir schon, das sind Zweigspannungen im ersten Zweig, Zweigspannungen im zweiten Zweig, Zweigspannungen im dritten Zweig, Zweigspannungen im vierten Zweig und so weiter und so fort. Und hier vorne rechnen wir eben die Zweigströme aus. Zweigstrom im ersten Zweig, Zweigstrom im zweiten Zweig und so weiter und so fort. So, was steckt jetzt in dieser Matrix drin? Hier braucht man nur eine Regel für die Hauptdiagonale. Und zwar auf der Hauptdiagonale, das Element i, in der i-ten Zeile und i-ten Spalte entspricht der Admittanz im i-ten Zweig. Ja, also Admittanz im ersten Zweig, Admittanz im zweiten Zweig, Admittanz im dritten Zweig und so weiter. Und alle anderen Elemente in dieser Matrix sind einfach 0. Also die ganzen Nebendiagonalen sind alle 0. Oder die sind leer. Ja, und damit können wir jetzt eben aus den Zweigströmen, aus den Zweigspannungen die Zweigströme ausrechnen. Und dann wissen wir eben alle Spannungen in allen Zweigen und wir wissen alle Ströme in allen Zweigen und damit ist dieses Netzwerk fertig berechnet. Was ist jetzt der Vorteil von dieser Knotenspannungsanalyse? Also ein großer Vorteil ist, wir können das Netzwerk sehr einfach beschreiben. Ne? Man muss nur einen Knoten als Bezugsknoten festlegen und dann die ganzen anderen Knoten durchnummerieren, weil dieses Verfahren eben auf Knotensätzen beruht. Und man braucht keine unabhängigen Maschensätze zu finden, man muss keine unabhängigen Maschengleichungen aufstellen.
Deswegen muss man auch nicht die Methode mit dem vollständigen Baum anwenden und deswegen ist auch keine Graphentheorie notwendig, um dieses Netzwerk zu analysieren. So, dann sieht man, dieser Algorithmus ist vergleichsweise einfach, ne? Also man muss drei Matrizengleichungen aufstellen und sozusagen drei Matrizengleichungen lösen. Und die Bildungsregeln, was steht in den jeweiligen Matrizen und was steht in den jeweiligen Vektoren, also hier und hier und was steht in dieser Matrix und in dieser Zweigadmittanzmatrix, die ich vorher aufgeschrieben habe, was steckt da drin? Das ist vergleichsweise einfach. Also das kann man, diese Regeln, ne, auf der Hauptdiagonale steht die Summe der Leitwerte an jedem Knoten und so weiter, das kann man auch relativ einfach einem Computerprogramm beibringen und programmieren. Ja, und die ganze Mathematik, die dann dahinter steckt, das Lösen dieses Gleichungssystems, ist alles sehr schön durch Matrizenrechnung beschreibbar. Ja, und das heißt, ein so ein Schritt, den man jetzt noch gehen muss, wenn man einem Computer beibringen will, so ein Netzwerk zu berechnen, also diese Matrizenrechnung hier auszuführen, das kriegt man in Octave relativ einfach hin. Und jetzt muss man sich halt nur noch überlegen, wie kriegt man dem Computer dieses Netzwerk begreifbar gemacht. Und da ist jetzt der nächste Schritt zu sagen, man nimmt eine sogenannte Netzliste und beschreibt das Netzwerk durch eine solche Netzliste. Und in dieser Netzliste würden eben drinne stehen, es gibt die und die Elemente, also zum Beispiel die und die Stromquellen und die Bauelemente. Und die sind eben zwischen dem Knoten so und so und dem Knoten so und so angeschlossen und haben eben diesen und diesen Wert. Und das Einzige, was dann der Anwender noch machen muss, wenn er das Netzwerk mit dem Computer berechnen will, er muss eben diese ersten beiden Schritte machen. Er muss einen Knoten als Bezugsknoten festlegen, die anderen Knoten durchnummerieren und dann dem Computer in Form von solcher Netzliste verklickern, dieses und jenes Bauelement ist zwischen den und den Knoten angeschlossen und hat diesen oder diesen oder diesen Wert. Und dann kann eben der Computer diese Netzliste durchgehen, kann diese ganzen Matrizen aufstellen und kann dieses Gleichungssystem, was dahinter steckt, dann lösen und gibt dann die Ergebnisse aus. Und in einem ganz modernen, oder was heißt ganz modernen, in einem noch anwendungsfreundlicheren Netzwerksimulationsprogramm würden dann müsste man dann eigentlich nur diesen ersten Schritt machen. Also man muss das Netzwerk irgendwie grafisch aufzeichnen. Einen Knoten als Bezugsknoten festlegen muss man auch in jedem Spice mittlerweile noch. Die Nummerierung erfolgt dann automatisch und dann guckt das Programm eben anhand dessen, was hat man gemalt, welches Element ist mit welchem Knoten verbunden. Aber das, was dann im Hintergrund abläuft, ist eigentlich genau das Gleiche, was jetzt hier passiert ist oder was wir jetzt hier besprochen haben. So, und einen Nachteil könnte man sich jetzt noch fragen, naja, wir haben jetzt erstmal nur Stromquellen zugelassen. Was ist denn mit Spannungsquellen? Wenn man jetzt noch Spannungsquellen zulassen will, dann funktioniert das letztendlich recht ähnlich wie das, was wir hier besprochen haben, noch mit ein paar mehr weiteren Regeln. Wie bringt man jetzt die Spannungsquellen in diesem Gleichungssystem unter? Und das führt dann auf die sogenannte modifizierte Knotenspannungsanalyse. Die erkläre ich aber in einem eigenen Video.